Das ist die Welt von Beyblade, in der die besten Blader ihr Können und ihre Entschlossenheit unter Beweis stellen. Sie schmieden ihr eigenes Schicksal selbst und nutzen dafür sogar die Kraft der Elemente. Wenn Blitz, Wasser, Wind und Feuer kollidieren, ist die Zeit reif. Let it rip! Das wird einfach werden. Und das dank dir, Pandora. Genau wie Vault aus. Gut, also dann, los geht's. Alles klar. Da ist jemand auf dem Dach. Was macht er denn da oben? Hi, ihr Sterblichen. Seht ihr, ich bin es, der Verwüstungsmann. Oh, seht nur, ich sehe Bell, er ist da oben. Ich sagte doch, ich bin der Verwüstungsmann. Amigo, das Wetter verschlechtert sich. Komm da runter, bevor du zum Blitzableitermann wirst. Keine Angst, Ranzo. Ich lass den Sturm verschwinden. Oh, Wahnsinn, es klappt auf. Seht ihr? Die Macht des Verwüstungsmanns kennt keine Grenzen. Weil dein Ego so riesig ist, dass es seine eigene Umlaufbahn hat. Aber es stimmt, der Himmel klart tatsächlich auf. Sonnig mit Aussicht auf Magie, nicht wahr, Bell? Hey, Verwüstungsmann, kommst du auch zum Turnier in der Ruine auf dem Berg? Ich werde da sein. Jetzt beginnt meine Reise. Voll drauf. Danke dir, Vault. Das große Maskeraden-Bay-Turnier beginnt bald. Ich wünsche dir viel Glück. Danke. Und du kannst darauf zählen, dass ich gewinne. Du wirst einen schönen zweiten Platz holen. Sieht aus, als wären diese Ruinen auch ein berühmtes Touristenziel, weil sie ein Kraftort sind. Ein Kraftort? Was soll das bedeuten? Ist ganz einfach. So nennt man einen Ort, an dem die Energie der Erde gebündelt ist. Im düsteren Prinzen ist auch ganz schön viel Energie gebündelt. Hallo, Blader und Bay-Fans! Das große Maskeraden-Bay-Turnier fängt gleich an! Seid ihr bereit? Ich war lange nicht so aufgeregt, dabei zu sein, wenn Blader von heute zu Stars von morgen werden! Aber haltet eure Bays fest, bevor wir anfangen!
Wir haben eine Überraschung für euch. Was ist das? Was denkt ihr? Keine Ahnung. Und jetzt hoch! Seid ihr bereit auszurasten? Ich stelle euch die Täter-Arena vor. Ich mag gute Überraschungen. Die Bühne ist egal. Der Verwüstungsmann wird alle besiegen, die es wagen, sich ihm zu stellen. Ganz genau! Unser Eröffnungsstart wird ausgeführt von einer Blading-Ikone. Manche kennen ihn als den Wunderknaben, andere als die Legende der Legenden. Ist ja der Wahnsinn. Das Spiel ist durch, Wunderknabe. Keine Sorge, ich mach das schon. Gut, also dann ziehen wir es durch. 3, 2, 1! Let it rip! Ultimate Virtual wurde mitten in der Hauptzone der Täter-Arena gestartet. Sehr schön. Er rast los! Virtual steigt immer weiter. Wo er anhalten wird, weiß keiner. Virtual fliegt. Sehr gut so. Mach genauso weiter. Virtual steigt wie eine Rakete. Bereit für den Abflug? Lass uns was von der Arena übrig. Gib ein letztes Mal alles. Du schaffst es. Sehr gut, Virtual. Jetzt. Lass die Battles beginnen. Habt ihr gesehen, wie hoch eine Flug ist? Ich muss da rein. Ich kann es nicht erwarten. Well, du Verwüstungsmann, du wirst dich anstellen müssen. Wir hätten keinen besseren Start haben können, selbst wenn wir eine Turnierstartmaschine gehabt hätten. Moment mal, das ist eine tolle Idee. Jemand muss das aufschreiben. Wie auch immer, danke, Vault. Jetzt kommt der lang ersehnte Moment. Das große Maskeraden-Bay-Turnier, Match 1. Seid ihr bereit? Lasst die Battles beginnen. 3, 2, 1, Verwüstungsmann macht kurzen Prozess und drückt vor! Zyklonmannschaft ist auch ganz locker durch die erste Runde. Bell und Ranzo schlagen sich beide hervorragend. Wenn sie so weitermachen, werden sie in der Finalrunde aufeinandertreffen. Leute lernen, diese Arena zu ihrem Vorteil zu nutzen. Ich war wenigstens nah dran zu gewinnen. Wie lange hast du durchgehalten? Hey, Zyklonmann, sobald ich dich besiegt habe, ziehe ich dir die Maske vom Gesicht runter. Niemals, du Fiesling. Ich werde derjenige sein, der dich demaskiert. Was hat das zu bedeuten? Da ich Champion werde, dachte ich, dass ich euch beide demaskieren sollte. Gut, dann gehört deine Maske jetzt mir. Hier kommt die Vergeltung. Hör damit. Ha, träum schön weiter, netter Versuch. Komm zurück. Was für ein Mensch läuft rum und klaut Masken? Ernsthaft? Ich hab sie verloren. Wo ist sie hingerannt?
Was ist das denn? Ein Rätsel? Der düstere Prinz ist bekannt für seine Fähigkeit, Probleme zu lösen. Das und das und dann das. Und ich bin fertig. Eine Falltür. Ich hätte das wissen müssen. Wo bin ich? Das muss ein Geheimversteck sein. Na, mal sehen, was hier unten ist. Zyklonmann ist der Sieger. Alles klar. Das ist mein Ticket ins Finale. Zyklonmann geht als Sieger hervor und ist damit unser erster Blader, der das Finale erreicht hat. Glückwunsch! Ja, Ranzo, du hast es geschafft. Jetzt ist Bell dran. Wo steckt Bell überhaupt? Unglaublich. Unfassbar, was ist das hier nur für ein Ort? Blitz. Wasser. Wind. Feuer. Wow, Moment mal, Leute! Was ist hier los? Hier vor! Hey, halt! Wo willst du hin? Zyklonmann! Ranzo, nein! Was in aller Welt geht hier vor? Das ist ein Geheimversteck, das eines Prinzen würdig ist. Leute, das ist unglaublich! Zyklonmann ist unter der Erde verschwunden! Wer weiß, wo er jetzt ist? Was haben wir da? Ich kann nicht sehen. Oh, er ist es! Zyklonmann, geht es gut! Was ist hier los? Da! Du bist auch hier unten? Klar, ich bin derjenige, der dich hierher befördert hat. Na toll. Das sieht man nicht jeden Tag. Das ist wohl wirklich ein Kraftort. Wenn diese Messwerte stimmen, ist dieser Ort. Das sind also uralte Ruinen. Wer hätte gedacht, dass ich so etwas finden würde? Moment mal, sie war die ganze Zeit hier? Das ist mal was Ordentliches. Damit können Pandora und ich arbeiten. Da wir wieder festen Boden unter den Füßen haben, machen wir weiter! Selbst wenn der Erdboden einen Blader verschluckt, hören wir nicht auf! Hier ist das Halbfinale! Ich präsentiere euch den düsteren Prinzen, Beldaizora! Ich nenne diesen Ort Untergrundversteck des düsteren Prinzen! Seine Gegnerin ist die blitzschnelle Bladerin, die bisher jeden Battle gewonnen hat, bevor sie bis vier gezählt hat, Quadra! Ihr Bay heißt Lightning Pandora! Lightning Pandora, ja? Dreht im Uhrzeigersinn. Was ist das? So ein Bay habe ich noch nie gesehen. Ha!
Jetzt erfährst du, was einen Elemental Bay ausmacht. Egal, was das ist. Du hast keine Chance gegen die Macht des düsteren Prinzen. Ein Battle an diesem Ort sollte Pandoras Elementarkraft noch weiter verstärken. Erster Battle! Huh? Passt auf, wenn ich bis vier zähle, ist es vorbei. Quadra hat vor, das zu beenden, wenn sie bis vier gezählt hat. Schafft sie das? Quadra, das sind große Worte. Für wen hält sie sich eigentlich? Mal sehen, wie weit du gehen kannst. Bereit, auf die Plätze! 3, 2, 1! Let it rip! Beide Wächshasen auf das Zentrum zu! Doch für beide ist es nicht groß genug! Ihr dürft verblüfft sein! 1! Schnapp sie dir, Bellfire! Devastate Bellfire stößt Pandora mit einem mächtigen Angriff! Doch sie schüttelt ihn ab! Mehr. Gib dir mehr Mühe. 2! Pandora ist schnell wie der Blitz! 3! Pandora erhält den Himmel und springt! Du schaffst das, Bell! Gegenangriff! Jetzt kommt das, worauf ich gewartet habe! Bell, gib alles! Ja! Stürz in die Dunkelheit! Lightning Pandora mit einem Ring-Out-Finish. Bei einem Punktestand von 1:0 ist Quadra aktuell in Führung. Quadra hat bis 4 gezählt und es geschafft. Sie hat uns nicht enttäuscht. Ich kann nicht glauben, dass sie einen Punkt geholt hat. Das war kein Burst. Ach, was soll's. Ich habe mich nur auf den Sieg vorbereitet. Du bist mutig. Das wird richtig gut. Sie haben ernste Absichten. Das ist mehr als erwartet. Der zweite Battle! Der endet mit einem Burst. Ja, mit deinem. Schön, dass du dein Schicksal akzeptierst. Hey, Bell, sie hat was mit ihrem Bay gemacht. Pass auf! Was spielt das für eine Rolle? Ich sage nur, du sollst vorsichtig sein. Der düstere Prinz braucht keine Vorsicht, um zu gewinnen. Bereit? Auf die Plätze! 3, 2, 1! Let it rip! Yeah! Bellfire steigt aus der Dunkelheit auf den Hang der Arena hinab. Jetzt umkreist er das Oberdeck mit einer verheerenden Geschwindigkeit. Aber seht nur, Pandora hat das Zentrum eingenommen. Kann dieser Battle anders werden als der erste? Nur wenn ein UFO auftaucht! Ich beende das auf einen Schlag! Zwei! Oh! Devastate! Dive! Es ist vorbei! Na, hast du jetzt Angst? Pandora! Nein, es ist nicht vorbei! Pandora hat den Angriff überstanden! Was? Du weißt genau, was zu tun ist. Drei! Oh. Und vier! Die Zeit ist reif! Pandora! Oh! Pandora schlägt dir ein Blitz auf Bellfire ein! Oh. Lightning Pandora mit einem Burst-Finish! Bei einem Punktestand von 3:0 ist Quadra die Siegerin! Ein Burst!
Wellfire wurde geborsten und Quadra hat die Oberhand. Wow! Pandora. Bin neidisch. Du durftest gegen eine so tolle Bladerin kämpfen. Das muss Spaß gemacht haben, Bell. Du hast jede Erwartung übertroffen. Fantastisch. Das sollte genug für heute sein. Dein Name ist Beldai Zoran? Den werde ich mir merken. Ganz genau, Quadra. Und dich werde ich ganz sicher auch nicht vergessen. Oh, oh. Halt, wo willst du hin? Kämpf noch mal gegen mich. Nur einmal noch. Hey! Musst du nicht noch gegen mich kämpfen? Was für eine Wendung! Die Finalistin Quadra tritt den Battle nicht an. Also ist unser Champion der Zyklonmann. Einen großen Applaus für ihn. Danke für die Unterstützung. Doch ich werde nicht ruhen, bis ich nochmal gegen Quadra kämpfe. Oder ich heiße nicht Ranzokiyama! Das wussten wir schon! Deine Haare haben dich verraten. Die Haare sind sein Markenzeichen. Gut gemacht. Glückwunsch zum Titel. Hier ist dein Meisterschaftsgürtel. Träume ich jetzt gerade? Ich fürchte nicht, das ist real. Einen großen Applaus für Ranzokiyama, auch bekannt als Zyklonmann. Ranzo, der Champion, das klingt echt gut. Ja. Quadra, beim nächsten Mal berste ich dich auf einen Schlag. Prinz erwolft wieder!